Und es ist gut, dass es keine Mauern mehr gibt, aber Trennungslinien entstehen wieder. Und wenn man durch irgendetwas besorgt sein sollte und worum sich die gegenwärtigen Politiker, die heutigen Politiker Gedanken machen sollten in Zentraleuropa, auch in Osteuropa und so weiter, worüber sie sich Gedanken machen sollten, unter keinen Umständen einen Krieg zuzulassen, eine neue Konfrontation unter keinen Umständen zuzulassen. Ich dachte, dass unsere Politiker in Russland zu scharf auf die Raketenabwehr in Europa reagieren, auf die beabsichtigte Stationierung, aber jetzt frage ich mich langsam aber auch, was soll das alles? Wir sehen ja, dass die Raketenabwehr als Abwehr gegenüber Russland gedacht ist. Alles andere ist nur Gerede oder eine Nebelwand, um die Wahrheit zu verdecken. Ja, und im Ergebnis hat die russische Regierung gesagt, wir stationieren Abwehrmittel oder Verteidigungsmittel da und da und wir sind bereit, Waffen einzusetzen, die unsere Sicherheit gewährleisten. Und was bedeutet das? Das bedeutet den Dritten Weltkrieg. Und wenn man wenn Russland und die USA sich wieder in die Wolle bekommen, ist das Dritter Weltkrieg. Das wird sich nicht auf einen lokalen Krieg beschränken. Und wir müssen uns nochmal klar machen, dass die Lehre, Sie wissen, der Kalte Krieg war zu Ende. Unsere Partner triumphierten und wurden im Westen betriebsblind, insbesondere in den USA. Sie wollten ein neues Imperium in der Welt aufbauen mit einer Supermacht. Wozu? Ich sage, die Deutschen sind eine ernsthafte, eine reflexive Nation und sie wissen, was man da in den USA sagt. Und wenn sie darauf nicht reagieren, sondern manchmal auch noch nicken, das heißt, das alles ist nicht besonders ernst zu nehmen. Man will Russland ein bisschen in Furcht und Schrecken versetzt. Und man hat in Europa nach wie vor ein bisschen Angst vor Russland. Und wir wollen doch nur aufbauen. Mehr als wir hat im 20. Jahrhundert niemand Krieg geführt. Wir mussten so viel erleiden. Und ganz nebenbei gesagt, wir hatten nach Ende des Zweiten Weltkrieges keine Pläne, um Kampfhandlungen gegen die USA zu beginnen. Ich weiß es, ich muss es wissen. Und plötzlich geht es wieder los. Das erinnert mich an diese 200 oder 300 Stützpunkte der USA verteilt über die ganze Welt aus dem Zeitalter des Kalten Krieges. Und wem haben sie was gebracht? Ich habe den Eindruck, dass eins der Übel dieses Systems, in dem der Westen lebt, und auch mit dem Konsens von Washington, mit diesem radikalen Markt, dieser radikalen Marktphilosophie. Das alles hat sich doch nicht positiv bewahrheitet oder gezeigt. Was haben wir bekommen? Blasen, eine Blase nach der anderen, die alle geplatzt sind. Und man sollte doch endlich mal begreifen, dass ein Ausweg nicht in der, nicht im Wettrüsten, nicht in einer Militarisierung der Welt und der Wirtschaft liegen, weil wir werden wieder nur Geld zum Fenster
rausschmeißen. Und Bundesfinanzminister A.D. Weigel sprach von 10 Milliarden D-Mark oder Dollar, Mark waren es natürlich, Deutschmark, die damals, die er damals Gorbatschow nicht gegeben hat. Wie viel Geld werfen wir einfach umsonst zum Fenster hinaus? Der Eisenhower wird wieder zitiert, General und Präsident. Gestern kam mir nochmal der Gedanke und ich habe mir nochmal einen Film angesehen. JFK über das Attentat auf John Fitzgerald Kennedy. Ich mag solche Filme und man sollte sie sich von Zeit zu Zeit ansehen, damit man einfach wach bleibt, nach Möglichkeit hellwach. Und Eisenhower, um nochmal darauf zurückzukommen, hatte gesagt, dass der militärisch-industrielle Komplex eine gefährliche Sache ist und man sollte nie die Kontrolle darüber verlieren. Er hat es auf eine Art und Weise geäußert, wie niemand vor ihm zuvor. Und ich will sagen, der Mann hatte recht. Der militärisch-industrielle Komplex in unseren großen Ländern, das sind diejenigen, die den Ton angeben, die auf die Politik Druck ausüben. Ich sehe, wie das bei uns der militärisch-industrielle Komplex macht. Der ist auch Gorbatschow gegenüber sehr kritisch eingestellt, noch wegen der Perestroika und der Befreiung des Landes von diesen Militärausgaben. Aber die Leute waren es gewohnt, immer die erste Geige zu spielen. Und ich finde, dass wenn eine Wirtschaft die Menschen nicht versorgen kann, dann ist das eine kranke Wirtschaft. Und eine solche Wirtschaft muss geheilt werden, und zwar mit radikalen Mitteln. Das war meine Idee, das war mein Ansatz. Und das wiederhole ich auch noch heute. Aber nein. Was erzählt man den Leuten? Man erzählt ihnen Dinge, dass sie Angst bekommen. So, und jetzt rüsten wir auf. Aber wenn man sich die Lage genau ansieht, dann sieht man doch, dass unsere Regierung richtig und angemessen handelt, weil, ich sage es einfach, hol's der Teufel. Es gibt kein System für das Fällen von globalen Entscheidungen in einer Welt, die bereits global ist. Solche Mechanismen fehlen uns ganz einfach noch. Und ich habe mit großem Interesse vernommen, dass wir niemanden, das sagte Ihr Ministerpräsident, dass wir zu helfen bereit sind, aber nicht bereit sind, Geld in ein Fass ohne Boden zu werden. Die Deutschen waren ja Initiatoren des Euro, der europäischen Einheitswährung, und darum trägt Deutschland auch eine große Verantwortung. Und Deutschland ist groß und stark und trägt darum eine besonders große Verantwortung, vor der kann man sich nicht drücken. Aber es geht ja auch um die Prozesse in den Ländern. Viele sind ja in die EU gekommen, um bei uns, in Russland sagen wir das, um mal für lau zu leben. Ich glaube, Sie wissen genau, was damit gemeint ist. Ja, so schnell wie geht es in den Westen und aus dem Warschauer Pakt raus.
Und aus dem Comic-Con alle los in den Westen, und der Westen hat sofort aufgenommen und diese neuen Länder wirklich ganz schnell aufgenommen. Die sind auch schnell in die Vereinten Nationen gekommen. Sie haben ja das alles selber mit befördert. Also sollte man sich jetzt erstmal an der eigenen Nase zupfen. Und man sollte den Griechen eigentlich dankbar dafür sein, dass sie die Grundlagen unserer Zivilisation geschaffen haben. Aber ich glaube, wir wissen genau, was wir voneinander zu halten haben, und wir müssen ein System aufbauen, um globale Entscheidungen in einer globalen Welt zu treffen. Und dazu bedarf es neuer Systeme, neuer Modelle. Das Setzen auf Superprofite, Superkonsum und sowas läuft ins Leere, das bringt es nicht. Wir haben einen Milliardär, der hat ein U-Boot, jetzt will er sich ein zweites bauen lassen. Wird man damit glücklich? Nein. Man sollte jetzt ein kleines U-Boot finden, sein erstes torpedieren und den Bau des zweiten zu verhindern, weil das braucht kein Mensch. Wer braucht das? Und ich bitte Sie, meine lieben Deutschen, bleiben Sie auch bei Ihrer Verantwortung. Sie haben die Eurozone initiiert. Und wenn die Steuerungsmechanismen greifen werden, dann ist dieses System genau das, was Europa und die Welt braucht. Ich finde, dass wir wirklich uns alle gemeinsam Gedanken darüber machen müssen, wie wir eine gewaltsame Lösung der Probleme verhindern können. Weil, wenn jemand auf Gewalt setzt, das ist das Gefährlichste, was es gibt. Und ich wiederhole, wir befinden uns bereits wieder in einem Wettrüsten. Es geht auch um eine neue Militarisierung, nicht nur Militarisierung der Wirtschaft, sondern auch des Bewusstseins. Wir sind krank. Wir alle müssen behandelt und geheilt werden. Und Generale werden wieder zu Helden. Generale, die meinen, man habe zu viel abgerüstet, eine Rakete von mehreren tausend, das sei zu viel. Und da frage ich mich, wie denken die Generale? Wenn man darauf setzt, Probleme militärisch zu lösen, dann irrt man, dann begeht man einen Fehler. Und ich würde das auch nochmal sagen, das habe ich gehört, dass, wir hatten gerade die Tage in Frankreich, die Jahreskonferenz des Forums für Weltpolitik, das ich vor einigen Jahren ins Leben gerufen habe. Das ist wirklich eine ernstzunehmende Organisation. Da wurde gesagt, auf Macht, auf Gewalt zu setzen oder auf Stärke zu setzen, ist nicht effizient. Die Völker und die meisten Politiker verurteilen eine solche Haltung. Und zum Schluss haben wir das Fazit gezogen, dass Kriege keine Probleme lösen. Und früher haben ja Denker gesagt, dass Krieg nötig ist, dass Krieg Bewegung nach vorne ist und so weiter. Nein, Krieg bedeutet
einen Riesenmisserfolg der Politik. Wozu braucht man oder wozu soll man zu den Waffen greifen, zu Flugzeugen, zu extrem zerstörerischen Waffen? Warum? Weil die Politiker falsch gehandelt haben, weil die Politiker hinter den schnellen Veränderungen in der Welt hinterherhinken. Und ich würde sagen, die Russen, die Deutschen, die Franzosen, die Amerikaner, die Japaner und die Chinesen jetzt übrigens auch, diese Nationen sind verantwortlich dafür, um der Welt eine friedliche, positive Perspektive zu bieten. Und es ist auch wirklich falsch zu denken, dass man sich verstecken kann, dass man irgendetwas aussetzen kann. Niemand kann sich mehr verstecken und irgendwas aussetzen. Auch kleine Länder brauchen Kontakte. Ich glaube, ich bin jetzt von dem Franz-Josef-Strauß-Preis etwas weit abgewichen, bin aber der Ansicht, dass das eine mit dem anderen sehr eng zusammenhängt. Das hängt damit zusammen, was uns kluge Köpfe vermacht haben. Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich bedanken. Sie wissen, ich spreche zu Hause hier in Deutschland, in Europa, in der Welt. Ich trete für Kooperation ein, für Zusammenarbeit, für eine Vertiefung und natürlich eine Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen Russland und Deutschland. Das bedeutet nämlich sehr, sehr viel für die Gesamtsituation. Es festigt sie, baut sie zum Positiven aus. Und die Menschen, die in der Wall Street demonstrieren, verlangen soziale Gleichheit, soziale Gerechtigkeit und Gleichheit. Und sie sehen, es wurden auch in der EU Fehler gemacht. Das ist aber noch nicht das Eigentliche, worum es mir geht. Ich habe den Eindruck, dass wir sind natürlich noch nicht aus der alten Krise raus und das sind schon Anzeichen für eine neue Krise am Horizont. Aber hat Lenin seine Kampfgefährten beruhigt? Das war als die Sowjetmacht entstand im Land, eine chaotische Situation herrschte. Und er sagte, ja, natürlich haben wir Chaos, aber aus dem Chaos entstehen neue Formen des Lebens. Und darum, das Chaos ist ein Problem, eine Krise ist ein Problem, das ist alles nicht einfach, aber da sind immer auch Möglichkeiten mit drin, die man unbedingt nutzen sollte. Und ich wünsche den Deutschen ein gesundes neues Jahr. Und dieses Mal werden Sie für Silvester noch genügend Bratwürstchen und Eisbein haben. Naja, und was dann das nächste Silvester anbetrifft, das sollten wir uns Gedanken machen, und zwar zusammen. Und ich sage es Ihnen wirklich ganz offen, es ist für mich ein besonderer, ein stimmungsvoller Tag. Und was Errungenschaften anbetrifft, die ich selber mit meinem Leben in Verbindung bringe. Die deutsche Frage, das Schicksal Deutschlands war für mich bestimmend. Und ich bin stolz darauf, was ich tun konnte. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen viel Erfolg.